The Force Be With You kommt ja auch demnächst wieder. Ihr seid wieder bei Star Wars. Ihr seid wieder bei mir. Ich möchte heute wieder über Star Wars sprechen. Ich nehme mal das Teil da raus. Kaffee trinke ich gleich aus meiner Star Wars Tasse. Heute ist mal wieder Star Wars, Krieg der Sterne etc. Heute werden mal wieder Figuren vor die Kamera gehalten. Und ich werde darüber sprechen und ihr könnt darüber sinnen, ob diese Figuren euch gefallen oder nicht. So, wir fangen an mit Rey. Mit Rey, diese Figur. Ich zeige euch halt heute diese Figuren und so. Also die Gesichtserkennung dieser Kamera funktioniert. Sie hat sofort hier ein Gesicht erkannt. Zack. Und schon ist ein Rand drum. Schon ist dieses Gesicht scharf. Mein Gesicht wird auch so. Ach, die ich liebe. Also da sind wir also auch schon bei dieser sogenannten Erkennung später. Da ist sie. 15 cm groß. Rey. Ja. Ja. Diese Figuren, die ich euch jetzt zeigen werde, sind im Moment ziemlich günstig, sehr günstig. Ich hatte ja gestern mit Haters and Lovers angefangen und dann hatte ich also auch schon Star Wars Kunden hier, die sich die Sachen angeschaut und haben wir hier über diese Figuren philosophiert. Diese Figuren gibt es ja momentan um die 20 Euro. Am ersten Tag kamen diese Figuren um die 99 bis 109 Euro. Jetzt im Mittel jetzt mittlerweile um die 20 Euro, wenn man die beiden dazu kauft, gut, dann ist man wieder in diesem Range. So, also wie gesagt, Luke Skywalker, der da kämpft. Diese Figuren, wie gesagt, gibt es im Moment um die 20 Euro bei Amazon. Bitte aufpassen, es gibt da eine Firma, die sendet euch das zu, wie die das will. Also bitte diese Firma nicht nehmen. Nehmt bitte die Firma, wo ihr gezielt das bekommt, was ihr wollt. Ich hatte, wie gesagt, gestern mit dem Kunden gesprochen, sagte, wir haben sechs Stück bestellt und hatten das große Pech, sechsmal den Darth Vader zu bekommen. Ja, sorry, das ist natürlich nicht gut, weil die haben sechsmal bestellt, waren der Meinung, dass halt Luke oder Darth Vader kommt, aber sie hatten halt Pech und haben dann halt fünf Stück zurückgeschickt. Und da ist die Rey wieder in der anderen Variante. Alles noch aus 7, ne? Wie gesagt, die Figur habe ich jetzt leider verkauft, die müsste ich wieder nachkaufen, damit dieses als Eyecatch, und darauf geht es heute, diese Sendung ist heute für diejenigen, welche die kleine Dioramen sich bauen möchten, die irgendwie das Zimmer oder die Wohnung ein bisschen verschönern möchten. Und da ist der genannte Darth Vader. Ja, es gab also den Darth Vader oder den Luke Skywalker. Ich habe die gezielt eingekauft, versteht sich. Ich habe die also gezielt eingekauft. Ich habe die also so bekommen, wie ich es haben wollte. Alle Figuren, die ich jetzt hier hochhalte, liegen zwischen 20 und knappen 30 Euro bei Amazon mittlerweile. Wie lange das so gut geht, weiß keiner. Ihr merkt schon, die Preise sind halt gefallen. Ich muss vorsichtig sein, dass ich nichts kaputt mache. Auch diese Figur hier von Luke Skywalker in Episode 8. 15 cm groß, ist halt auch ein Hingucker. So, wie gesagt, wir verabschieden uns jetzt von der Sage Anakin, der zu einem Darth Vader wurde. Bin immer noch der Meinung, dass ein Film über ihn fehlt, The Dark Lord, ja, als Hörspiel. Das war okay, da wusste man, dass er die Jedis gejagt hat und so weiter, dass auch einige Jedis ihnen entkommen sind und auch seine Gedankengänge, dass ein einfacher Jedi ihn verletzen konnte. Früher konnte nur Obi-Wan Kenobi ihn verletzen, regelrecht auseinandernehmen, ja, sonst niemand. Er war ziemlich stark als Anakin, wissen wir, in den Klonkriegen hat er ziemlich stark gekämpft. Morgen, Grüße. So, nach dem kurzen Unterbrechen durch Kunden bin ich weiterhin im Thema Star Wars heute. Die Figuren, die mittlerweile um 20 Euro, diese großen Figuren um die 20 Euro, wenn man sich dann noch die anderen Figuren dazu nimmt, ja, hat man ein schönes Szenario, eine Art Eye-Catching, ja, man kommt rein, wow, man kann mit diesen Figuren schöne Dioramen bauen. Ja, und dann hat man es, und jetzt kommt halt noch einmal zum Schluss, sein Sohn Luke, in seinem heutigen Alter, habe ich ja vorhin schon gezeigt. Das mache ich jetzt nochmal zum Abschluss, weil ich jetzt umsteigen will in die andere Geschichte. Denn Welcome Back, Celebration Chicago.
Und in der amerikanischen Show, die ich sehr gut finde, The Star Wars Show von Walt Disney, in, ich glaube, in Orlando wird die gedreht oder gemacht, muss ich mal nachgucken. Jedenfalls da, wo alles gemacht wird bei Lucas Film, bei Yoda, also diese Show. Welcome to the Star Wars Show. So, Phil Lamar ist im Gespräch dort in der Sendung. Er soll diesen Revan machen. Es soll ja eine neue Serie geben, Old Republic. Old Republic soll er endlich mal als Serie kommen. Auf eine Art können wir uns doch wirklich freuen. Ja? Wir können uns freuen, auf eine Art verabschieden wir diesen Anakin Skywalker mit seinem Sohn Luke Skywalker, mit seiner Tochter, mit seiner Schwester Leia Organa, Maya Yush, Tochter von Darth Vader und so weiter und Han Solo und so weiter und so fort. Wir verabschieden uns also von dieser Saga und kommen dann halt, wenn wir Glück haben, in Old Republic hinein mit solchen Spielfiguren. Und wenn da, wie gesagt, die Geschichten zugeschnitten werden und diese Langzeitfans, die also auch schon seit 42 Jahren Langzeitfans sind und auch die jungen Fans zwischen 15 und 35, die jetzt so langsam Fans sind davon und ein bisschen härter eingestiegen sind in 1333 oder halt in diesem Jahr. Morgen! So, ihr seid immer noch bei mir mit dieser Sendung. Heute halte ich es mal richtig hoch. Lovers and Haters, ne? Lovers and Haters, ne? Die einen hassen es, die anderen lieben es. Durch Version 8 ist das entstanden unter uns, wenn man für also eine gute Familie mit ca. 100 Euro in ein Kino geht und sich dann ein 140-minütiges Werk ansieht und dann rausgeht und sagt, was war das dann? Dann ist das schon hart. 100 Euro weg für was war denn das? Episode 8 hat halt diesen fahlen Geschmack hinterlassen. Johnson hat halt das hinterlassen. Ist halt so, kann man nicht ändern. Wir müssen da durch. Auch dadurch entstand halt das Hassen und das Lieben. Ja, die Sendungen in 2018 waren ja nicht viel, weil viel Information waren ja nicht. Jetzt kommen ja reichlich Informationen, wie gesagt, Old Republic mit Revan, der den darstellen soll. Dann wird halt Sendung gemacht. Also heute muss ich sehr viel unterbrechen. Hallo! So, im Moment, wie gesagt, im Moment habe ich halt Lust, hier in dieser Dekoration Star Wars, Krieg der Sterne, zu philosophieren, mit der Kamera zu arbeiten, euch so einen Videoclip auf den Weg zu bringen, euch aber damit irgendwie anheitern, etwas für euch zu machen. Ich muss nichts machen, ich muss auch keinen Videoclip machen, ich muss auch nicht über Star Wars sprechen, die Zeit ist vorbei. Die Ära Anakin Skywalker geht zu Ende. Somit geht auch mein Interesse an dieser Saga zu Ende. Und ich kümmere mich jetzt persönlich ab dem 01.01.2020 neues Star Wars. Das neue Star Wars, das vielleicht schon, wenn wir Glück haben, im Jahre 2019, wenn wir Glück haben, hier in Europa, sage ich noch einmal, ist das alles ganz anders. Ja, in Amerika bekommen die sicherlich alle viel schneller. Ja, die kriegen Anaheim mit dem Galaxy Edge. Dann kriegen die, wie gesagt, ein halbes Jahr später nochmal so einen in Orlando. Ja, also die haben schon zwei, also in Anaheim und in Orlando, wo die dann wirklich in einen echten 1:1 umgesetzten Falken hineingehen können. Da wird sicherlich sehr viel Elektronik sein, wo die dann spielen können, also wo die dann wirklich Star Wars leben können, wo auch lebendige Figuren um einen herum sind, nicht nur Mickey Mouse, sondern halt auch Komparsen, die halt so eine Rolle da spielen. Vielleicht läuft da auch einer rum von Old Republic. Also sie werden sicherlich einiges machen, also man ist dann stundenlang in einem Star Wars oder den ganzen Tag sogar, man ist den ganzen Tag in diesem Ambiente von Star Wars. Ja, Hauptmerk ist ja halt die Kulisse, wenn man das so sieht, und natürlich in der Mitte dieser Falken. Und dann drumherum, da werden wohl, wir warten ab, ich werde jetzt hier nicht irgendwie spekulieren, werde das Spekuliereisen also nicht aus der Tasche ziehen, wie einige das machen. Ihr spekuliert und diskutiert, ich finde das alles ziemlich interessant, aber
hat nichts mit der Wahrheit zu tun. Ich gehöre nun mal zur Wahrheit und die Wahrheit sieht anders aus. So, wie gesagt, die Celebration in Chicago läuft an, die arbeiten daran, die ganzen Crews machen schon alles fertig. In 3 Wochen ist es so gut wie schon wieder vorbei. Vom 11. bis zum 15. Die sprechen auch darüber. Ich schaue mir das gerade an hier, die beiden. Ich meine, sie sind sehr sympathisch und Star Wars Com SWS, so nennt sich das, die Star Wars Show Live, Rückkehr zur Star Wars Feier, ne? Zurück zur Star Wars Feier. 18 haben die ja wirklich versaubeutelt. Ja? Ende 7, ja doch, 18 haben die richtig versaubeutelt. Erstmal mit der Version von Monsieur Johnson da, von ihnen hört man jetzt kaum etwas. Ich weiß auch nicht, ob er da wirklich eine eigene Trilogie da auf den Weg bringen darf. Sollte, dürfte er an sich. Er kann ja von mir aus Star Wars erfinden auf seine Art. Ist ja jetzt möglich. Auch die beiden von dieser andere Serie da. Thrawn. Ja, oder keine Ahnung. Old Republic, wie gesagt. Und dann Mandalorian. Ja, also die Kampfeinheiten, wo auch einige Stars zu sehen sein werden. Wenn wir Glück haben, nehmen die auch den Helm ab, damit man sieht. Ansonsten muss man sagen, aha, Nick Nolte war halt unter dieser Kulisse. Man sah dann vielleicht nur seine Statur. Ja? Nick Nolte vielleicht selbst nicht, aber sollen ja einige Stars in den Serien eintreten, ja, und arbeiten. Ja, jedenfalls, Revenge wird also nicht von Kenny Reeves gemacht, sondern jemand anderem. Hm. Also wie gesagt, es wird ja eine Menge gemacht. Ja? Wir dürfen uns jetzt nicht festbeißen auf die alte Geschichte. Die ist vorbei. Die läuft aber mit 42 Jahre. Anakin Skywalker, der dunkle Lord, der ewige Schüler, der er war. Er war der ewige Schüler, wenn man in den Hörbüchern hinein oder auch liest, dass er hätte können, wollen, tat er aber nicht. Wenn man dann seine Gedankengänge liest oder hört, dass er sauer war, dass ein einfacher Jedi ihn verletzen konnte, dass er überhaupt Kraft aufwenden musste, um einen Jedi zu töten. Ja, er hat also nicht geschnitten und die fielen um oder so. Er musste schon, ja, in dieser Panzerrüstung, die halt sehr, sehr schwer war. Also wenn man das alles so liest, kann man mitfühlen, wie diese Person mit der Macht gearbeitet, mit dieser Macht im Zweifel, im Zwiespalt, mit dieser Macht auch leben musste in seinem Regenerationsbecken. Hat man ja auch gesehen, ja. Also dieses Rogue One war gar nicht mal so schlecht. Und wenn Star Wars so in dieser Richtung von Rogue One weitergeht, in seiner Thematik, in seiner Ausführung, wird das sicherlich sehr interessant sein für alle. Für alle, nicht nur die neuen 15- bis 35-Jährigen, sondern auch für uns ab 45 bis 95, weil danach schaut man schätzungsweise kein Star Wars mehr. Ja, also irgendwann wird es ja halt so sein, dass, wie gesagt, eine Sache zwischen 0 und 00 Star Wars begleitet oder begleitet hat. Wenn wir 50 Jahre feiern, wie wir Star Trek gefeiert haben, und wenn man sieht, dass der Herr Shatner jetzt 88 Jahre und noch halbwegs munter vor der Kamera tritt, auch in einem Trooper-Kostüm. Ja, es gibt ja so wunderbare Zwischenfilme, die was mit Star Wars zu tun gehabt haben oder immer noch haben. Ja, die Fanboys zum Beispiel. Star Wars ist halt eine Geschichte, wo wir wirklich alle mal kurz drüber reden können, wenn wir wollen. Ich hatte ja auch, wie gesagt, sehr, sehr, sehr viele Leute hier. Es hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nur, sie kannten keine Dreharbeiten, sie kannten keine Videoclips, denn das ist ein kleiner Irrtum. Es gibt kaum Leute. Es ist ein Prozentsatz, der ein YouTuber darstellt. Es ist ein Prozentsatz, der Facebook darstellt. Das sind Prozentsätze. Das ist nicht die Allgemeinheit. Die Allgemeinheit ist mindestens 95%, die weder YouTube mögen, weder noch Facebook. Die sind zwar in einem sogenannten WhatsApp und schauen zwischendurch Instagram, jetzt mittlerweile TikTok oder wie das da heißt, oder TikTok, habe ich also einige Künstler, die jetzt momentan auch darüber sprechen.
Ja, es kommt immer etwas Neues, was aber immer wieder irgendeinem Herrn Zuckerberg oder irgendeiner Firma Google da gehört. Google plättet zum Beispiel das G+. Ja? Die haben ja schon zigmal, also ich komplette, nehme es doch mit, ist okay. Ich habe so jetzt sogar für einen ganzen Monat einmal zugemacht und einen anderen Account jetzt mal wieder, ich habe den ältesten Account, der jetzt 12 Jahre alt ist, wieder eröffnet. 12 Jahre gibt es diesen Account schon. Ich habe mich nie so darum gekümmert. Also für mich ist das nicht Pflicht, online zu sein. Ja, für mich ist Pflicht, real für meine Kunden da zu sein. Und immer wenn ich unterbreche und meinen Kunden helfe, so wie ich habe ja vorhin unterbrochen und habe geholfen und ich habe dann über die Wahrheit philosophiert. Und das Wahrheit ist das Leben. Und hier wird kaum über YouTube oder Facebook oder was anderes gesprochen. Hier wird an sich nur real gesprochen. Über die reale Stadt, über das reale Verhältnis zur Arbeit, das Reale halt, nicht das Virtuelle. Wir müssen immer unterscheiden, virtuell und real. Star Wars ist virtuell erzeugt worden im Sinn von Verkaufen. Das hat er ja geschafft. George Lucas hat es geschafft, die Figuren auf den Markt zu werfen. Und 42 Jahre haben die Menschen sich darum bemüht, solche Figuren zu bekommen und damit Handel zu treiben. Dann gibt es halt die Cosplayer, die sich bemüht haben, in die Kostüme zu springen, die Kostüme dann an den Mann zu bringen und damit Geld zu verdienen. Die wollen Geld verdienen, die wollen keinen Spaß. Keiner will mehr Spaß haben, so wie ich. Ich möchte Spaß haben, deswegen mache ich solche Videoclips. Ich versuche die halt so zu machen, dass die halt weiterhin konform sind mit diesen ganzen urheberrechtlichen Gesöhne da, weil halt so ein Spaß kaputt gemacht werden soll. Der Spaß soll kaputt gemacht werden. Man soll demnächst nur noch zahlen. Man soll auch nur noch mieten. Ja, man bekommt sogar einen Ausweis, womit man bezahlen kann. Da ist ein Chip drin. Die älteren Leute, wie gesagt, die tun mir sowas von leid, zwischen 80 und 90, die überhaupt nicht wissen, was sie damit sollen. Helfen kann ich da nicht, aber unterbrechen muss ich. Grüße, hallo. Also noch einmal, ich möchte, wie gesagt, über die Wahrheit sprechen. Die Wahrheit sieht ganz anders aus. Ja, also Menschen, die für ein Produkt arbeiten, so wie so Star Wars Show, wie die Damen und Herren, die für Star Wars, dem Produkt Star Wars arbeiten, sieht die Welt anders aus. Wenn man 30 Jahre, so wie ich, für die Spielwarenindustrie tätig war, auch Gaming und so weiter, Beruf, sieht immer alles anders aus. Natürlich ist es schön, mit dem Ganzen verbunden zu sein, besonders wenn Fans kommen, auch jugendliche Fans, wie gesagt zwischen 15, 35 und natürlich die kleinsten, 3 bis 10, ja, die ja nur gucken mit den Eltern. Es ist schön, darüber zu sinnen. Es ist schön, so eine Art Gemeinschaft. Aber ich bin halt ein Dealer, not a consumer. Ja. Als Händler sieht die Welt anders aus, bekommt ganz andere Informationen, die ihr halt nicht bekommt. Und manche Informationen darf ich halt auch nicht weiterleiten. So, und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich so eine Art Sendung über die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und wenn man dann so sieht, wie die Figuren einige aussehen, ich nehme mal, also nach meinem Empfinden jetzt, meinem persönlichen Empfinden, sieht die Krennic-Darstellung von diesem Schauspieler als Figur auch wie aus. Er sieht aus wie dieser Schauspieler, er kann sich rühmen, eine Figur zu sein, er ist dadurch unsterblich. Die gesamten Schauspieler, die bei Star Wars seit 42 Jahren vor der laufenden Kamera oder in Erwähnung oder als Figur an den Wänden hängen oder in den Spielzeugkisten liegen der Jugendlichen, können sich rühmen, unsterblich zu sein. Ich habe jetzt hier noch eine. Da bin ich der Meinung, hat man Harrison Ford wunderbar erwischt. Harrison Ford in seiner Rolle als Han Solo, in seiner allerletzten Rolle, in der 101 Minute, wo er dann sich verabschiedet hat von Star Wars. Er wollte immer, wir brauchen darüber nicht reden, er hatte halt noch nie Interesse, auch Alec Guinness hatte kein Interesse. Alec Guinness kann ich euch nicht zeigen, weil er ist verkauft, die Figur. Die hatte ich euch in einer anderen Sendung vor die Kamera gehalten. So, es geht, die Wahrheit, nicht, dass die Wahrheit ist, es geht an sich um Produkt. Es ist ein Produkt und ihr sollt es kaufen. Ja, ihr sollt es kaufen, ihr sollt die Figur kaufen. Und ich möchte solche Videoclips nicht machen. Ich will euch versuchen, die Wahrheit ein bisschen näher zu bringen. Zum Beispiel die Star Wars Show live angekündigt und Darth Revan in Galaxy of Heroes. Galaxy of Heroes kommt der Revan. Ja,
Also es wird jetzt, wie gesagt, ganz fett angekündigt in Amerika, die Show. Ja. Hallo, Morgan. Hallo. Wir leben in einer Zeit der Bewertung. Ich werde bewertet, alle werden bewertet, ihr werdet bewertet. Wie gesagt, wir haben ja, ich halte heute mal hoch, die Zeit der Lovers sinkt, die Zeit der Haters steigt. Ja, wie gesagt, in dem Bereich des Films zum Beispiel hat ja diese Spielfigur kaum Gewicht gehabt. Ja? Das war an sich die Figur, die anfing, die Rebellion anzufachen, anzufeuern und so weiter. Und Heidenreich hat ja versucht, also wenn man sich die Figuren anschaut, so toll sind die nicht, wenn man das Original gesehen hat in England, das Auto, war ja ein Auto, und nachher ist ja das daraus geworden. Ich meine, die Szenerie oder der Spaß, der da mit herging, war ja nicht schlecht. Und wenn man jetzt, habe ich ja auch, damit arbeitet, dann kommt der Sound. Meiner einer spielt nicht mehr, schon lange. Ich habe noch nie gespielt und werde auch nie spielen. Und muss auch nicht sein. Das Leben ist schon ein Spiel genug. Die Arbeit ist auch schon ziemlich hart am Limit. Und wenn, noch einmal, die Wahrheit, Arbeit. Star Wars ist Arbeit für einige, ja, die euch eine wunderbare Show liefern, die im Hintergrund arbeiten. Und hier ist auch viel im Hintergrund. Ich bin der Einzige jetzt im Vordergrund, deswegen versuche ich nochmal euch zu sensibilisieren. Wer also wirklich Interesse hat, bei der Sendung mitzumachen, aber vor der Kamera. Hinter der Kamera sind genügend Leute, wirklich. Es sind da genügend Leute. Ich suche, wie gesagt, vor der Kamera, die also auch gewillt sind, sich zu maskieren, die auch gewillt sind zu Schauspielern. Natürlich muss man sich einig werden über den Preis. Man muss auch schauen, ob das, wie gesagt, relevant ist für euch als Schauspieler, das zu machen, oder als Cosplayer. Wer wirklich Interesse hat, seine Sachen vorzuführen, mittlerweile, das ist es ja, sterben ja die Berufe aus. Ich als Foto- und Filmmacher sterbe aus, weil ihr das selber machen könnt. Ihr sitzt selber vor der Kamera und wenn ihr euer Klientel erwischt, habt ihr gewonnen. Mein Klientel sitzt nun mal nicht vor YouTube und vom Computer, weil sie können es nicht. Also mein Klientel kann es nicht, ja, deswegen kommen die auch zu mir. Ich muss also helfen, das mache ich gern, weil das ist mein Beruf. Ich helfe also. Manchmal meine ich auch, wisst ihr was, ich mache ein Sozialkaufhaus aus. So richtig so wie Karstadt früher, aber als sozial. 5 Etagen, nur sozial. Nur sozial, ja. Ob das der Brüller wäre, weiß ich nicht. Alles für 10 Cent, 1 Euro an den Mann zu bringen, vielleicht knappe 100 Euro für schwere und Schwerstmöbel. Irgendwann wird es so sein, dass wir soziale Kaufhäuser haben, wo wir für 10 Cent einkaufen können. Und auch da würden die Leute anfangen zu handeln. Nee, kann da nicht mehr einziehen. Wisst ihr, Leute, wir sind an irgendeinem Punkt angekommen. Wir sind an irgendeinem sozialen Punkt angekommen, weil wir regelrecht zusammengefaltet werden. Auf eine Art sind wir im Krieg der Sterne. Ja, ist so. Irgendwie, es fehlt halt nur noch das gewisse Kostüm. Man will E-Autos. Ne? Versteht ihr? Also, irgendwelche sind da im Wahn momentan und machen da eine neuartige Weltordnung, sagt ihr ja immer. Ich spreche jetzt, wie gesagt, aus diesem Monitor heraus, was ich da so immer erlese und höre. Hallo, grüß euch. Hi. Zu einem, ich muss es nicht mehr. Ich muss es wirklich nicht mehr. Ich kann mein Leben richtig 100%, 24 Stunden, 7 Tage die Woche genießen. Genießen. Aber ich bin ein Produktionsmensch. Produziere gerne, ich stelle gerne her. Ich arbeite gerne, ich mag Menschen in allen Nationen. Und dazu rufe ich jetzt nochmal auf, wer wirklich Interesse hat. Über den Preis werden wir uns schon einig, eine Sendung zu machen, wo man merkt, dass derjenige welche. So, ich habe sehr viele hier gehabt, aber die konnten mit der Kamera nicht umgehen, die wussten auch gar nicht, was das ist. Sie konnten auch nicht mitarbeiten, ich musste also, wie gesagt, mir alles selbst ausdenken und musste auch während den Dreharbeiten sozusagen alles machen, deswegen sahen die Clips halt auch so aus. So, dann habe ich natürlich
versucht, Kulisse zu erzeugen. Ich habe versucht, Sachen zu besorgen, extra für die da vorbeigekommen waren. Aber die wurden dann knurrig, das ist viel zu warm. Also auf Deutsch, es war nichts. Also wenn Menschen mit Menschen arbeiten, dann sollten die auch so arbeiten, dass es funktioniert. Und das geht halt nicht so gut. Deswegen könnt ihr auch die waschechten, tagtäglichen Schauspieler mal fragen, wie hart der Job in Wirklichkeit ist. Sie stellen eine Figur dar, sie bringen diese Figur und ihr mögt diese Figur, aber selber mögen die diese Figur nicht. Alec Guinness fand seine... Nein, er fand Obi... ist wirklich. Könnt ihr leider ihn persönlich nicht mehr fragen, aber ihr könnt euch einige Clips anschauen. So, andere Schauspieler genauso. So, wie gesagt, es kommen zu dieser Show im April, heute in 3 Wochen, reichlich Leute. Es wird sicherlich interessant, also für mich persönlich wird es ganz, ganz interessant, weil ne, Ludwig Garrison, Pedro Pascal, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Cassian Andor, Live-Action kommt, auch der Darsteller vielleicht, also wir werden sicher, Christian kommt, der den Anakin nun mal verkörpert hat, ja. Das mandalorianische Panel für die Star Wars Celebration Chicago bestätigt. Panel, das heißt also, dass da von mandalorianische Kulisse entsteht. Dass die, also ich brauche euch nicht viel erzählen. Geht bitte auf StarWars.com und übersetzt es euch und schaut es euch an. Ja? Und dann steht da auch Carrie Fisher, Rian Johnson, der Regisseur und die Jedi Star Wars. Der letzte Jedi könnt ihr ihr könnt auch die Kulissen euch anschauen, ihr könnt halt auch den Falken sehen, wie die damit gearbeitet. Ihr wisst, wie Harrison Ford darüber philosophiert hat, dass da nichts ging in seiner Zeit, da funktionierte ja gar nichts. Und jetzt ist er natürlich hellauf erfreut, dass alles funktioniert, ja, dass man da wirklich einen Kippschalter hat und nicht so einen Zurückholschalter, wie er gesagt hat, weil da keine Fehler drin war. Ja, also wie gesagt, dann werden die Winners vorgestellt aus dem Jahr 2018. Dann schlechtes Droidenkammer, das heißt also, die zeigen da, wie die Droiden gebaut. Da fand ich auch stark, einer war im Bauhaus und hat da einige Sachen so zusammen gemacht, dass daraus, wie gesagt, so ein Droide entstand. Sah gut aus. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt. Wenn man ehrlich ist, in Star Wars kann man, also man kann eine Kulisse ruckzuck in einem Bauhaus nachbauen, wer die Zeit dafür und das Kleingeld. Da sind wir beim Kern und beim Schluss. Ich will dieses Video heute nicht so lange machen, also diesen Clip, diesen Arbeitsclip, Worker-Clip, nicht so lange machen. Worauf möchte ich hinaus? Ich möchte darauf hinaus, dass alles Geld kostet. Wer bereit ist, Geld auszugeben, bekommt ja auch irgendwas dafür. Er gibt es ja nicht umsonst aus. Er hat ja einen Sinn, es auszugeben. Ob er sich eine Taste leistet, eine Figur leistet, sich selber eine Dekoration leistet. Wie gesagt, ich werde an dieser Dekoration natürlich arbeiten, dass sie vielleicht demnächst ein bisschen anders aussieht. Werde natürlich auch an der Sendung arbeiten ab April, weil es dann wieder Spaß macht, weil man dann wieder Futter hat, weil man von April bis Dezember richtig, ne, kann man wieder, okay, man klaut uns leider Ende der Woche wieder eine Stunde Uhr vorstellen. Leute, die ganzen Politiker, also mittlerweile kann ich nur sagen, Politiker, wer die liebt, ist selber schuld. Ja, also Politiker haten da. Also, wie gesagt, ihr dürft ja nicht mehr, ihr müsst halt sehr vorsichtig sein. Ihr lebt jetzt in einer sogenannten Online-Diktatur. Ja? Diktat, das darfst du nicht. Diktat, das darfst du nicht. Diktat, das darfst du nicht. Ihr nehmt es ja an. Ihr wollt ja in einer Diktatur leben. Ihr ist zwar nicht mit Rotzbremse da und er schreit auch nicht rum wie so ein Bescheuerten, sondern es wird ziemlich leise gemacht. Schaut euch doch mal Europa an. Europa war mal rot mit so einem komischen Typen da, der das erobert hat. Jetzt haben wir Europa. Es sieht genauso aus. Ja? Es war rot, jetzt ist es blau. Schaut euch genau an. Das, was dieser Herr sich da gegriffen hat, ja, und wie gesagt, dieser Herr hier, der kein Herr ist, sondern mehrere, wie gesagt, angeblich wegen der Pipeline, ja, aber Amidala sagt er auch, somit geht die Demokratie ab mit Applaus unter.
Kennt ihr die Szene noch mit Amidala, wie sie das sagte? Ja? Also jetzt durch Artikel 13 bzw. dieses verschärfte Urheberrecht geht die Demokratie, also die Online-Demokratie, geht da mit lautem Applaus unter. Ja, und wählt bitte nicht die Piraten. Das hat sie euch auch näher gelegt, die Dame von den Piraten, weil macht man nicht. Ja, die Piraten ist so eine Gesellschaft für sich gewesen, die durch, ihr wisst schon, aufgefallen. Solche Politiker können wir wirklich, wirklich nicht an der Macht gebrauchen. Das Problem an der Geschichte ist, wir brauchen Politiker, die auch wirklich dieses politische Feingefühl haben. Aber wie Herr Rüttgers hier der Chef war, war ich gerne CDU. Wie Frau Hannelore Kraft hier war, war ich gerne SPD. Ist es Armin Laschet, das lasse ich lieber sein. Und andere auch, das lasse ich lieber. Ist nicht meine Welt. Optionskommune, freie Stadt und so. Also Star Wars, Krieg der Sterne ist wirklich live, bei einigen, wenn man das so sieht, bei mir nicht. So, noch einmal, ich würde mich freuen, wenn welche mitmachen würden vor der Kamera, das war wirklich eine tolle Geschichte. Macht, es ist ja alles da, ich stelle auch alles zur Verfügung. Wer nicht will, der will nicht. Ich mache dennoch weiter. Das Projekt Oldies bleibt, ne? Star Wars Oldies, das Projekt Wohnzimmer locker vom Hocker, das bleibt alles, auch die Star Wars Show bleibt. Es bleibt alles, nur ich muss jetzt warten, dass ich neues Futter bekomme. Ich meine, ich muss euch ja vor laufender Kamera nicht erzählen, dass man bei Star Wars.com alles sieht. Man sieht halt Cast and Creator Fotos aus dem mandalorianischen Set. Ja, er bespricht dort einen gewissen Druiden, ja, einen sogenannten Bounty Hunter Druide. Ja, ihr wisst genau, also ich schaut selber bitte nach. Dann Galaxy of Adventures, ja, finde ich gut. Leider, wie gesagt, auch ein amerikanisches Produkt, wird also nur in Englisch gezaubert. Man kann sich das anschauen. Einige mögen es, weil die Jugend, also die jetzt, also die fast fünfte Generation oder fast sechste Generation ab ein, zwei, drei Jahre aufwärts, daran, aber wie gesagt, in Amerika, nicht hier in Deutschland oder in Europa. Ja. Ich schaue mir wirklich an, weil mir das Spaß macht. Ja? Mir macht das Spaß. Ja, auch Galaxy Abenteuer, wie Skywalker da fliegt gegen die AT-AT. Ich meine, das ist ja jetzt kindlich. Leute, das ist Star Wars, das ist Kindtop, das ist Märchen, das ist Film, das ist die Arbeit daran. Also ich bin der Typ, der daran arbeitet. Ich bin der Typ, der halt das kreiert. Auf den Weg bringen. Das ist mein Job und den finde ich toll. Ja, ich an meinem Set Kabel legen, dass das alles funktioniert, dass die Lichter, das ist mein, das macht mir Spaß. Ja, die Kreativität, die Sachen zusammenzuschrauben, so wie ich jetzt diesen Falken zusammenschraube, dass daraus ein Eyecatch wird. Ja, ich bin jetzt an der Elektronik dran, dass die Tür auf und Tür zugeht. Hoffentlich bekomme ich es hin. Ich werde mich freuen. In dem Moment, wo ich drauf drücke und das funktioniert, ich höre das Geräusch. Oder die Lämpchen. Ja? Das macht Spaß. Ich bin also kein Konsumer. Ich bin Producer. Ich produziere, stelle her, denke mir was aus. Ich helfe, bin sozial eingestellt. Jetzt mache ich einen Schnitt. Bedanke mich, dass ihr mal wieder da wart. Bedanke mich, dass ihr zu Besuch wart. Bedanke mich, dass ihr auf eine Art das seid, was ihr seid. Ne? Genau. Und das trifft sich gut, weil die Elektronik ruft. Okay. 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 Ein Smiley. Zack. Ich liebe Elektronik. Ja. Ich mach Kack, meine lieben Freunde. Bedanke mich, dass ihr überhaupt da seid. Bedanke mich, dass ihr so tolle Sachen macht. Bedanke mich, dass ihr euch so einsetzt für eure Sachen. Ja, ich werde jetzt gemütlich vor diesem Computer hier mir das Ganze anschauen, was das Original-Disney-Produkt mir da verkaufen will. Hier kann man nichts verkaufen. Ich schaue es mir dennoch an. Da bin ich halt noch einmal beim Projekt
Star Wars für Oldies. So ein Oldie um die 70 Jahre ist ja Sir Han Solo heutzutage, Harrison Ford. Da ich ja, wie gesagt, von De Augustini mir die 100 Töten habe kommen lassen, ist jetzt halt auch so ein Schmankel dabei. Ich habe sogar 11,90 Euro Guthaben bei De Augustini. Das Geld werde ich natürlich nie zurückbekommen. Wieso denn auch? Kann sein, dass ich eine Tüte vielleicht nachbestellen werde, weil mir eine Kanone abhandengekommen ist. Nehme ich mal hier raus. So, er ist gut verpackt. Ich werde nämlich jetzt ausstellen. Warum sollte er da drin bleiben? Ist natürlich verklebt, ist klar. So, ich habe den Han Solo, wie gesagt, bekommen. Ihr könnt ja jetzt selber darüber sprechen, ob ihr diese Figur mögt. Ja, meine Uhr piept also auch wieder. Dann piept die eigentlich dann nicht. Wisst ihr was? Das müsst ihr euch nicht angucken. So eine Fummelarbeit braucht. Nee. Also ich habe das eben geöffnet. Zack. Dann geht das ja alles viel einfacher. Darf ich vorstellen, Han Solo. Das darf nicht wahr sein. Das ist ja noch mehr verklebt. Okay, das konnte ich jetzt nicht ahnen. Nein, nicht verklebt, sondern hier dieses komische Gedöne darum. Ihr kriegt das ja auch alle, wenn ihr diese Figuren auspackt. Ja, also jedenfalls ab sofort ist Han Solo. Ah, herrlich. Das sieht hier aus. Sieht das bei euch dann auch immer so aus? 100 Tüten. In den 100 Tüten sind nochmal 100 Tüten. Und darin sind noch mehr Tüten. Also ihr könnt mir glauben, wenn ich den De Augustini Falken gebaut habe, habe ich so viel Tüten, dass es gar nicht mehr aufhört mit Tüten. Also da darf ich vorstellen, erstklassig, habt ihr ja gerade gesehen, gerade ganz frisch, noch nicht einmal verstaubt. Morgen, übermorgen wird er verstaubt sein und jetzt schauen wir mal ins Gesicht. Es ist nicht Han Solo, es ist nicht der Schauspieler Harrison Ford, es ist noch nicht einmal irgendeiner, der ihm ähnelt, noch nicht mal Ehrenreich da, also ist eine total andere Figur, aber ist ja halt De Augustini, die haben wohl die Rechte nicht. Diese Figur ist halt ja, Han Solo, De Augustini. Ja. Ja. Lucasfilm LTD, all rights reserved, use it under autorisiert. Also ist autorisiert, dass sie das durften. Kommt aus Hamburg. Ja. Das ist die Firma De Augustini, die jetzt in Hamburg da. Han Solo. Wollte ich euch halt nochmal zeigen. Wir können gerne uns über die Filme nochmal unterhalten. Wir können uns überhaupt drunter unterhalten, wenn ihr Interesse habt. Wie gesagt, ich bin nicht durchgeknallter Fan oder so. Ich bin kein Hater, bin kein Lover. Bin ein Dealer, ein Händler an sich, der mit solche Ware Handel treibt und solche Ware verkauft. Aber da ich ja, wie gesagt, involviert war lang genug, habe ich mir gedacht, macht ihr doch mal so eine Kulisse, beziehungsweise Dekoration. Festgestellt, dass natürlich die Sahnestücke abgekauft wurden, die ich wiederum im Museum abgekauft habe, in München-Gladbach, Berliner Straße, ne, Star Wars Museum. Das heißt ja jetzt, glaube ich, Galaxy of Universe. Hatte ich dem Thomas die Figuren abgekauft für meine Dekoration. Hier in Essen ist also reichlich Kilometer zwischen. Kann also nichts passieren. Er verkaufte ihn natürlich in seinem Museum, seine Figuren, das ist klar. Also wie gesagt, ich habe dort einige Figuren ihm abgekauft und hatte dann festgestellt, dass die halt dann auch irgendwie für irgendeine andere Fans hier sehr wertvoll waren. Die haben sie mir dann abgekauft. Ja, die Dekoration hinter mir wird also immer weniger. Sollte aber reichen für Videoclips. Wie gesagt, wenn die ganz weg sind, dann sind sie weg. So, im April 2019 werde ich da das Schaufenster nochmal dekorieren und am Ende des Jahres werde ich das Schaufenster auch nochmal dekorieren und dann ist die Sache ja sowieso gegessen. Dann kommt ja alles neu und mal schauen. Ich lade euch nochmal total recht herzlich ein, mitzumachen. Wer mitmachen möchte, kriegen wir schon hin. Ihr müsst natürlich Ahnung haben. Ihr müsst Ahnung haben vom Fernsehen, ihr müsst Ahnung haben vom Video, ihr müsst Ahnung haben. Ihr solltet Schauspieler sein oder jedenfalls so eine Art Künstler,
die halt mit der Kamera umgehen können, die halt am Set umgehen können, die Lust haben, irgendetwas zu machen, ein Team bilden. Ist nicht so einfach in der heutigen Zeit, ein Team zu bilden, weil viele Schauspieler, habe ich auch gerade gelesen, die also auch reichlich Probleme haben, da irgendwo unterzukommen. Da gibt es auch einen Coach mittlerweile, der Wölke, der hilft. Ja, und dann haben wir ja natürlich noch die Melanie, die halt gerade für das zweite deutsche Fernsehen da was macht. Ja? So, dann gibt es noch den Monte, Frank Montenbruck, dann gibt es noch den Praschant. Ja? So, und dann gibt es mich noch. So. Und Han Solo. Habe doch etwas mehr Lust heute, ein Videoclip etwas zu verlängern, aber nicht nur mit mir, sondern mit dem Thema Rogue One. Ne? Rogue One. Ja? Also er hat wunderbar gespielt, halt bei Rogue One ist halt kaum einer am Leben geblieben. Auf Deutsch gesagt, gar keiner ist bei Rogue One am Leben geblieben. Gute Darstellung war ja das, ich bin eins mit der Wacht, hat er nachher gesagt, weil sein bester Freund, den er immer beschützt hat, der ein Wächter war, ja, ich bin eins mit der Macht und die Macht ist eins mit mir. Also der Film Rogue One hatte was, nicht nur, dass dieser Blinde da so richtig losgelegt und dass er mit seiner Wahnsinnswumme da alles niedergestreckt hat. Es war ja, wie gesagt, auch für den chinesischen, japanischen Raum und Rogue One war an sich mit seinem Echo gar nicht mal so schlecht. Ja, Jyn Erso, die Darstellerin von Jyn Erso, kam ja an sich auch gut rüber. Ja, hat also den Film an sich auch gut aufgearbeitet. Wir haben ja festgestellt, dass Star Wars mittlerweile ja weiblich ist, weibliche Hauptdarsteller. Ja, ich meine auch diese, die dann, wie gesagt, den Vater von Erso aufgesucht haben, dieses Röcheln, könnten Aliens gewesen sein. Also war halt eine super Truppe und die da aufgeräumt und du bist geschützt. Also ich meine, K2 war ja wohl nicht schlecht, ne? K2, so, also der ganze Film war gar nicht mal so schlecht. Und jetzt kommen wir zum Hauptdarsteller. Dieser Hauptdarsteller bekommt eine eigene Serie und wir freuen uns drauf, wenn das wirklich alles wahr sein sollte, dass er, wie gesagt, eine Hauptdarstellung, also in einer Serie bei Disney Plus, dass er in einer Serie da den Hauptcharakter darstellt, ob dann vielleicht rückwirkend die auch nochmal so eine Rolle bekommen. Mittlerweile ist ja, wissen wir nicht, mittlerweile ist ja Walt Disney richtig verschwiegen, man zeigt also nicht allzu viel, man erzählt uns was von Regisseuren, ja, Game of Thrones, die machen da irgendetwas, wie gesagt, man weiß auch nicht, ob sie da vielleicht auch in dieser Serie vorkommen, gönnen würden muss. Ich meine, wir haben uns an diese gewöhnt, ich meine, als Serie kann man das ja rückwirkend zum Film hin, Rogue One, rückführen, also rückführend etwas machen, ja. Wäre ja nicht schlecht, wenn K2, es muss ja nicht wieder der Darsteller da drin sein, der da drin war, sondern, ja, und hier ist ja auch egal, wer in der Rüstung ist oder nicht ist, die werden ja eh nur ganz kurz immer gezeigt. Die Hauptrollen haben ja Stormtrooper bis heute noch nicht bekommen, außer bei den Clone Wars. Bei den Clone Wars haben diese, aber in der sogenannten Zeichentrick-Ebene, Animationsebene Hauptrollen bekommen. Ne? Captain Rex zum Beispiel. Ja, also wie gesagt, freuen wir uns halt drauf. Ich war jetzt ein bisschen angefixt, weil mein Kollege da war und wir um Star Wars nochmal so unterhalten haben. Besonders wegen diesem Film Rogue One. Ja? Rogue One hat dieses 4. Ja, kriegt der Stern sozusagen 4 aufgewertet. Ja? Die letzte Szene, wo sie sagte, Hope, also Hoffnung. Und dann geht es ja in 4 weiter, wie sie dann festgenommen und so weiter. Das hatte was. Also wenn man Rogue One sich angesehen hat, ist man meistens gewillt, sofort 4 aufzulegen,
hinzusetzen und zu gucken. Im Kino braucht man ein bisschen viel Sitzfleisch, aber zu Hause geht sowas ja meistens. Viele von euch machen ja auch so Marathons. Mittlerweile wird der Marathon ein bisschen lang an einem Wochenende. Wenn das so weitergeht, braucht man eine ganze Woche, um Star Wars komplett sich zu Gemüte zu führen, ohne Pause. Schafft wohl kaum einer. Also Rogue One war für mich an sich der neueren, und wenn daraus eine Serie wird bei Disney Plus, Hut ab. Also ich freue mich schon auf die neuen. Ich freue mich auf Convention. Im April ist ja nicht mehr allzu weit. Ich freue mich dann auf das Super Bowl, wenn man dann wieder einen Clip sieht. Man möchte hoffen, dass nach April einige Teaser, Taser und einige Sachen da auf uns zurollen, dass es wieder richtig Spaß macht, mit über Star Wars zu sehen, mit Star Wars, und auch wieder Spaß macht, ein Schaufenster mit diesem Thema zu füllen, dass man, wie gesagt, im Dezember nochmal so einen Hype macht, wie gesagt, mit diesem De Augustini großen, schön animiert, als Diorama, da irgendwie, ich lasse mir was einfallen, ich werde Fotos machen, werde eine Sendung darüber machen und dann schauen wir mal. Also wie gesagt, jetzt habe ich wieder so richtig Lust für Star Wars. Aber leider für Oldies, ihr Jungen habt ja genug ab 15 bis 35, ihr habt ja alles. Wir Oldies schwelgen halt noch in der Vergangenheit, vor 42 Jahren, wie alles so angefangen hat, mit Krieg der Sterne und so. Und wenn wir Oldies dann darüber reden, weißt du noch, das Ganze, wir mussten ja halt auch beruflich Kostüm tragen, beruflich, ja. Kostüm tragen zwecks Animation. Die Firma Karstadt hat das sehr gerne gemacht. Die Firma Karstadt war ja ein verdammt gutes Kaufhaus mit 198 Filialen. Ja, so war das. So ist das. Und ich freue mich immer, wenn ich ein bisschen schwelgen darf. Und ich freue mich natürlich, wenn euch das auch gefällt und wenn ihr auch schwelgt. Und wenn ihr halt auch der Meinung seid, dass Rogue One gar nicht mal so schlecht war, dann sind wir ja auf einer Wellenlänge. Ich begrüße euch total recht herzlich beim Projekt Star Wars for Oldies. Vor Oldies. Nur die Älteren, ab 50, 60, 70, 80, 90. Der junge Mann, der gerade da war, war 70. Zum Beispiel, ich hätte Kamera scharf schalten können, ist okay, aber ich hatte zu viel zu tun. Jetzt in ein paar Minuten habe ich nichts zu tun, deswegen habe ich mal eben kurz den Clip gemacht. Ne? Okay, das waren so die Arbeitsclips, damit ihr seht, dass man auch in der Arbeit, in der Kulisse von Star Wars auch Videoclips machen kann. Das war an sich der Sinn des Ganzen, hatte keinen anderen Sinn. Ja, der Sinn ist halt, dass wir Star Wars mögen, auch als Oldies. Und das ist jetzt mein Beitrag zur Urheberrechtsreform der totalen Verschärfung. Der totalen Verschärfung, Artikel 13, 11, 17 und so weiter. Und das war sie. Amidala. Was hat die Amidala gesagt? Da geht sie hin, die Demokratie, in tösendem Beifall. Könnt ihr euch noch erinnern? Die Demokratie geht dorthin in tösendem Beifall. Und so ist es auch geschehen. Man jubelt, man freut sich, ein Urheberrecht auf den Weg gebracht zu haben, um jungen Menschen, sehr jungen Menschen, deren Freiheit der sogenannten Kreativität zu nehmen. Wir Älteren, denen ist es mittlerweile egal, weil wir kennen den Verein. Wir sind weiterhin absolut gegen diese merkwürdige Europäische Union, aber kommen wir nicht gegen an, weil ihr ja der Meinung seid, ihr braucht sie. Ich sage einfach nur, da geht sie hin. Die Demokratie in einem sogenannten tösenden Beifall. Und da wir ja nun mal mit Star Wars was zu tun haben, können wir auch direkt daraufhin verweisen, dass dieses Urheberrecht, ja, das Urheberrecht in der totalen Verschärfung nichts anderes ist als, ja, eine sogenannte Kriegserklärung an die Jugend, die jetzt nicht wissen, weil sie die Piraten nicht wählen sollen, weil die Dame aus der Piratenpartei ausgetreten und gesagt hat, Leute, lasst es sein, wählt bitte nicht die Piraten. Die Partei, meine lieben Freunde, könnt ihr auch nicht wählen. Geht halt nicht. Die Partei solltet ihr wirklich auch nicht wählen, die heißt so. Das ist an sich ein Satireverein, die machen halt nur Späßchen.
Wenn ihr möchtet, dass die weiterhin Geld verdienen, ist okay. Dann seid ihr aber selber schuld, wenn ihr wildfremden Leuten Geld zukommen lasst, ohne Sinn. Ja, ohne Sinn, ohne Demokratie, sondern dass die euch da, wie gesagt, in die Suppe spucken, euch die Freiheit der Kreativität nehmen und ihr, ja, ihr seid die Verlierer, wir nicht. Wir haben unser Alter, wir haben das alles schon hinter uns. Wir haben 1968 bis 1978 mal so richtig Krach gemacht, ja, damit es überhaupt lief und es lief. Ja, die Wirtschaftswunderjahre und so weiter und so fort. Also das müsst ihr erstmal haben. Und wir Künstler haben schon unser Geld verdient und wir sind gemächlich und wir sind ruhig und sagen nichts. Wie gesagt, das ist Spaß. Als YouTuber will man nicht unbedingt so viel Zeit investieren und Tantiemen schon mal gar nicht. Also mit tösendem Beifall geht die Demokratie in Europa unter und die Gelbjacken in Frankreich zum Beispiel hauen drauf. Und was haben wir noch alles? Wir wissen gar nicht, was wir alles haben. Wir wissen, auf einer Seite ist es For the Web, the World Wide Web Foundation, Sir Tim Berners-Lee, der da was machen möchte. Seit 15 Jahren arbeitet er daran. Schauen wir mal, ob wir weiter online sein dürfen. Der eine möchte die GAFA niederknüppeln, Google, Amazon, Facebook, Apple. Die anderen haben uns schon geknüppelt, uns schon gegeißelt. 5 Millionen Unterschriften, ihr könnt mich mal. 200.000 junge Menschen zwischen 15 und 35 durch 16 Bundesländer. Die größte Demo in Berlin mit 40.000. Ihr könnt mich mal. Ja, so ein Axel Voss, so ein Fossi-Bär, der Muppet Show an seinem Klavier, den könnt ihr nicht umstehen. Wenn der Gas gibt und seine Musik da macht, Halleluja. Ja, und wenn wir ganz ehrlich sind, die ganze Geschichte bei YouTube und so weiter, das wird immer noch belächelt. YouTube wird immer noch belächelt und deswegen muss man Abstriche machen. YouTuber werden halt nicht ernst genommen. Manche Mütter freuen sich jetzt, dass die Jugendlichen endlich mal wieder normal werden. Ist halt so, das ist, die meinen das so, also einige Mütter sind so. Ein, zwei Mütter sind natürlich knatschig, weil ihre Kinder sollten ja Superstars, also YouTube-Stars werden. Das meinten die ernst, weil sie gesehen haben, dass YouTube-Stars so richtig gut Geld verdienen können. Viel, viel mehr wie unser eins, der sich jeden Tag abstrampelt. Hm? Gut, die müsste jetzt Hamster, was weiß ich, irgendwelche Tiere, eine Katze, einen Hund. Damit ist ja mittlerweile auch Satire betrieben worden. Haben viel Geld verdient, was du nicht verdienst und so weiter. Hamster, die sich gegenseitig irgendwas weggegessen haben da oder so. Diese lustigen Sachen kennt ihr ja alle. So, wer bei Facebook ist, sollte gemerkt haben, dass auf Facebook ein bisschen merkwürdig die Algorithmen auf die Klick-Eigenschaft zurecht, also wie ihr klickt, was ihr anklickt und wo ihr seid, bekommt ihr dann meistens so zugeschustert. Und wenn ihr so richtig Lust habt, mal 30 Tage in den Knast zu kommen, dann braucht ihr nur eine Handgranate hochhalten und sagen, Bombenstimmung bei Facebook. Und schon seid ihr 30 Tage schon mal in den sogenannten Facebook-Knast. Mittlerweile dürft ihr ja daran teilhaben. Ihr werdet also nicht ganz abgeschaltet. Ihr dürft dann halt nicht mehr schreiben. Ihr dürft dann nur noch sehen. Mehr aber nicht. Also wie gesagt, 30 Tage seid ihr dann im Knast, weil ihr dann die sogenannte Bombenstimmung bei Facebook betrieben habt, indem ihr da irgendeinen Satz da von euch gegeben habt, der gar nicht so schlimm ist, aber mittlerweile doch als schlimm. Ihr lebt nun mal in einer Diktatur. Das wollt ihr so, ihr wollt es so. Ihr lebt in einem Diktat, einem europäischen Diktat. Und ihr wollt es so. Ihr wollt es so. Und Amidana hat recht. Mit Applaus, mit tösendem Applaus geht die Diktatur, Demokratie, den Bach runter. Die Demokratie geht den Bach runter in ganz Europa. Und ihr wollt es so. Ihr wollt es so. Auch wenn man so eine Figur, ne, im Zitat hat sie es gesagt und sie hat vollkommen recht. Denn mittlerweile leben wir im Krieg der Sterne. Wir bekriegen uns mittlerweile europäisch. In Frankreich geht es ja richtig zur Sache. Ja. Wenn da schon die Armee aufläuft, meine lieben Freunde, denkt mal bitte drüber nach. Wir haben von morgens bis abends Facebook.
Wir haben von morgens bis abends Facebook und was passiert? Nix. Gar nichts. Das mal dazu.